Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge, zu einer neuen Folge. Ich finde die Karte bzw. den Hof, also den Hof finde ich echt wunderschön. Die Karte ist leider ein bisschen klein geraten, aber der Hof ist echt wunderschön. Aus der Karte schon mal vorweg, bevor ihr die bei mir sehen könnt, werde ich ein Bioprojekt draus machen. Das heißt, kein Pflanzenschutz, kein Kunstdünger, rein Bio. Also wenn wir Gülle haben, kommt natürlich Gülle aufs Feld. Wenn wir keine Gülle haben, kommt keine Gülle aufs Feld. So ist es, so wird es, so bleibt es. Bio ist halt Bio. Ja, ich weiß, da gibt es immer noch Richtlinien, die dann sagen, ja, du kannst mit dem und dem Mittel immer noch übers Feld jagen. Nee, mache ich nicht. Wenn Unkraut wächst und wir das mit dem Striegel nicht wegbekommen, dann ist das so, dann bleibt das drauf. Dann nehme ich den Ernteverlust in Kauf. Ja, von mir aus kannst du, ist mir aber relativ egal. Bevor ich euch jetzt den Hof zeige, das Feld gehört schon mal uns. Da ist Hafer drauf. Klar werden wir andere Landwirte unterstützen, also uns Maschinen leihen etc. pp. Das klar, aber auf unsere eigenen Felder werden wir nur Gülle bzw. Mist draufbringen. Nichts anderes. Komplett Bio. Futter selber herstellen. Also, ne? Nichts mit Chemikalien, nichts mit Chemie, nichts mit Kunstdünger. Alles mechanisch, also striegeln, güllen, komplett Bio. Weil für mich ist wirklich denn erst Bio. Es gibt ja wirklich so tolle Richtlinien vom Bio-Siegel, was denn besagt, du darfst das und das Pflanzenschutzmittel einsetzen. Das ist für mich persönlich gesagt kein Bio. Weil die Richtlinien kannst du so weit ausdehnen, dass das dann immer noch Bio ist und du kannst teilweise, es gibt immer noch schwarze Schafe, die dann immer noch diese schönen Herbizide rüberjagen und sagen dann, ja, hier, ne? Das steht aber da auf den Kanister drauf. Ist für mich aber kein Bio. Ja. Für mich ist wirklich jetzt das Bio, was ich euch zeigen werde. Der Fuhrpark ist zwar ein bisschen klein geraten, aber wir werden auch in größere Maschinen investieren, wenn wir das nötige Kleingeld dazu haben. Ne? Aber wenn wir das Geld nicht haben, haben wir es nicht. So einfach ist das. So, erstmal ab in die Einstellung. Das ist übrigens die wunderschöne Karte. Hier ist auch alles verbaut. Bäckerei zum Beispiel, Schneiderei, Supermarkt, Baumarkt ist hier mit drin. Tankstellen, Fahrzeughändler, Werkstatt, Biogasanlage, Molkerei, Spinnerei, Getreidemühle, Traubenverarbeitung, Müslifabrik. Kalk, Saatgut, Dünger, das ist eine Einkaufsstation. Restaurant, Mühle, das ist glaube ich auch eine Verkaufsstation. Ölmühle, Schreinerei, Steinbrecher, Zuckerfabrik, Biomasse-Heizkraftwerk. Wir haben sogar drei Felder. Feld 14, aber das ist alles Hafer. Hier kann man Wasser kaufen, Viehhandel. Großes Gewächshaus, okay, das ist auch interessant, können wir da mal hinspringen. Und eine Schafsweide.
zu den Kaufobjekten, was ich an der Karte so schade finde, diese Zwischenräume. Ne? Also hier am Hof, bei Feld 12 ist ja unser Hof, diese Zwischenräume können wir nicht kaufen. Ist nichts mit Hof erweitern und so. Das ist für mich zumindest doof. Das hätte ich gern ein bisschen anders. Wäre schön, wenn man die Zwischenräume auch noch kaufen könnte. Und wenn der Modder natürlich noch ein bisschen Zeit hat, noch ein paar Felder hier rechts noch einbringen könnte, würde, müsste, sollte. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit der gute Mensch, die gute Frau hat. Aber das würde ich mir schon wünschen, dass die Karte so ein bisschen erweitert wird. Der See kann gerne bleiben. Das ist völlig okay. Ich bin hier auch schon ein bisschen drauf rumgefahren, aber finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist das echt eine schöne Map. Gut, das war zu den Kaufbahnen. Jetzt möchte ich gerne einmal in die Einstellung, dann könnt ihr das auch sehen. Schwierigkeitsgrad Wirtschaft normal. Ich würde gerne mit 2 Tagen spielen. Jahreszeiten bleiben aus. Pflügen an. Automatischer Motorstart. Kann man die Zeile nicht irgendwie löschen? Ich mag das nicht, wenn die Motoren schon an sind. Sprit kommt auf normal. Anhänger fülle mit aus. Die Helfer dürfen bitte nichts kaufen. Das war's auch schon mit den Einstellungen. Kredit haben wir keinen. Und wenn ich das hinbekomme, möchte ich auch keinen haben. Kann sein, dass wir mal ein bisschen Kredit offen haben, aber größtenteils versuche ich ohne zu spielen. Jetzt kommen wir zum Hof. Erstmal finde ich das ja mit dem, ich bin Dachdecker, sorry, mit dem Fachwerk so cool. Hätte ich das Geld damals gehabt, dann hätte ich auch ein Fachwerkhaus. Habe ich nicht, weil so ein wunderschönes Fachwerkhaus hätte schon damals zu meiner Jugendzeit, also mit 16, 17, 18, 20, also circa eine halbe Million gekostet. Das weiß ich hier rechts zum Beispiel, wenn man damit hingekommen wäre. Der Fachwerk ist echt für mich wunderschön, aber es ist viel zu teuer, weil das meiste ist echt Handarbeit. Also das kleine Häuschen, da bist du zur damaligen Zeit, und das ist schon über 10 Jahre her, mit einer halben Million so circa nicht ausgekommen. So, hier können wir uns umziehen. Einfach mal bestätigen. Und hier können wir, wenn ich die Treppe hochkomme, getorkelt. So, hier können wir auch schlafen gehen. Das finde ich wunderbar, wunderschön. Denn gibt es in Halle 1 Zangen bzw. Gabeln. In Tor Nummer 2 Miewerk, Wender und einen kleinen Ladewagen. Was gibt es hier oben noch? Hier war ich noch nie drauf. Okay, hier können wir noch Karten spielen. Hier liegt noch Geld rum. Schach. Okay, ich kann. So, wer das von euch auch kann, das Schachbrett schweben lassen, der schreibt's doch gerne rein. Ich kann's. Jetzt lädt sich jeder die Karte runter und probiert das selber aus. ich habe die Karte übrigens aus dem Modhub. Also nicht irgendwo selber gesucht oder beziehungsweise ich war heute auf Kornhub und habe nach einer neuen Karte gesucht, weil ich eigentlich das Bio-Projekt auf einer anderen Karte bringen wollte, aber ich habe auf Kornhub keine schöne gefunden und bei den anderen Mod-Seiten hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr da reinzugucken. Von daher habe ich es dann nachgelassen. Hier haben wir einen Steier. Den kennen wir, wenn ich richtig liege, aus der Niemandsland. Oder war das ein anderer? Na, auf jeden Fall schaltet er sich ja mal zu Tode aus der Niemandsland.
Gucken wir mal, was hier drin ist. Eine kleine Sämaschine und ein Düngerstreuer. Den werden wir aber nicht für uns verwenden, sondern nur für Missionen. Denn, wie gesagt, Bio ist für mich, wenn das ohne künstliche Zusatzstoffe geht. So, unser Silo ist auch echt wunderschön gemacht, finde ich. Sorry, das ist der. Kinder, bitte Ohren zu halten. Geilste Hof, den ich bis jetzt gesehen habe. Der erinnert mich so ein bisschen an die Hof Bergmann. Hier, Hintertor. Nummer. Ich habe die Nummer vergessen. Einen Ballentransportwagen. Hier können wir auch mal zur Not mal selber Ballen aufladen. Hier können wir auch wieder rausfahren. Das ist so eine Durchfahrtshalle. Oh, jetzt habt ihr da ja schon andere Maschinen gesehen. Das wollte ich ja später zeigen. Wer jetzt ganz schlau ist, hält da eben schnell das Video an. Ne? Einen Tiefenlockerer. Einen Kuhstall. Ich musste jetzt bloß den. Der Trigger ist so ein bisschen. Hier passen 45 Kühe rein. Ist für mich relativ okay. Der Stall ist auch nicht allzu groß, also mit 45 Kühen bist du hier echt beim Maximum. Und die können hier raus und rein, wenn sie Bock haben. Das ist für mich Bio. Wenn sie dennoch das richtige Futter kriegen, dann ist das top. Was soll ich mich denn da beschweren? Jetzt gucken wir, das ist immer noch der Kuhstall. Also es geht mir gar nicht um die Anzahl der Kühe. Man kann auch 5000 Kühe haben und man kann aber trotzdem ein Biobetrieb sein. Man kann auch 10.000 Schweine haben und kann trotzdem ein Biobetrieb sein. Es geht mir aber um den Platz der Tiere, also wie viel Platz die Tiere wirklich zur Verfügung haben. Und es geht um den Nutzplatz der Tiere, wie viel Platz von den Tieren wirklich genutzt wird. Es gibt Bio-Hennenbetriebe. Ich habe da zumindest letztens ein Video zu gesehen. Da wird vorgeschrieben, dass ein Huhn da 2 Quadratmeter Freilandfläche draußen hat oder so. Die Hütten bzw. die Scheunen aber so gebaut werden, dass die Hühner keine Möglichkeit haben, sich in der freien Natur. Also keine Möglichkeit haben, sich zu verstecken in der freien Natur. Und dann nutzen sie das nicht, weil die Hühner sind so gepolt, dass wenn ein Greifvogel, ne, oben am Himmel fliegt, dass die sich nicht weit weg vom Stall bewegen. Das heißt, alles, was da um den Stall grün ist, das wird nicht genutzt. Mein Opa hatte auch 10 Hühner, die hatten. Ich muss lügen, ich glaube, für 10 Hühner hatten wir 60 Quadratmeter. Ja, kommt hin. Einen kleinen überdachten Stall, also einen richtigen kleinen Hühnerstall, wo sie abends immer drin waren, wo wir auch die Klappe zumachen konnten, damit sie nicht weglaufen oder Füchse oder ne, irgendwas kommen konnte oder mal ein Marder. Dann hatten sie ein Freilaufgehege, was überdacht war mit ein bisschen Draht, wegen der Vogelpest. Ne, dass die da so ein bisschen und nicht so dicht an die Vögel und ne, damit sie auch noch ein bisschen Auslauf haben. Und dann hatten sie noch ein Freigehege. Das waren auch locker, was waren das? 30, 35 Quadratmeter, wo sie buddeln können, konnten, wo sie scharen könnten. Und da waren überall so kleine, ja, Holzkisten. Holzkisten standen rum, Bäume waren drumherum, so dass sich auch wirklich die Hühner verstecken konnten, wenn da ein Greifvogel am Himmel war. Und die haben die ganze Fläche auch ausgenutzt. Das ist bei den modernen Tierställen, da ist ja nichts, nur Rasen. Und da wo Rasen ist, da sind die Hühner nicht. Das ist für die Katz. Und wenn man jetzt ein Milchviehbetrieb ist mit zum Beispiel 5000 Kühen, dann kann man aber da trotzdem Bio sein. Weil wenn man jetzt
Sagen wir mal, das wäre ein moderner Kuhstall, da passen jetzt mal eben 1000 Tiere rein, aber um den Kuhstall drumherum ist das Gehege für die Kühe so eingerichtet mit Bäumen, Pflanzen etc. pp., dass sie auch wirklich die ganze Wiese und Weide ausnutzen können, dann ist das für mich Bio. Also ohne Witz, die brauchen noch nicht mal mehr ein Zertifikat haben. Und ich gebe ihnen trotzdem 2 Euro für die Milch. Wie gesagt, ich kenne einen Landwirt, der hat kein Zertifikat, weil ihm die Auflagen viel zu hoch sind. Der ist aber Bio eigentlich. Und der hat aber bloß keinen Bock, weil er auch ein altes Gemäuer hat. Der müsste da zigtausende von Euros reinstecken. Was eigentlich völliger Blödsinn ist. Aber nun gut, jetzt möchte ich mich nicht darüber aufregen, sondern mein Projekt so ein bisschen euch näher bringen. Was haben wir hier? Ein Topliner als Drescher. Frag mich bitte nicht, was wo hier drin ist. Ein Fermenter. Den hatte ich ja noch gar nicht entdeckt. Cool, wir haben Fermenter auf dem Hof. Da hinten ist ein Wasserfass, beziehungsweise können wir, glaube ich, auch Milch mit transportieren. Hier sind nochmal Anhänger. Und jetzt kommt's. Ein Grupper mit 20 Meter Arbeitsbreite, links und rechts. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Das ist nur auf meinem Bildschirm vorhanden. Aber der Grupper ist riesengroß. Nein, war ein Scherz. Ich glaube, der hat nur 3 Meter. Oder wenn es hochkommt, 2,50. Einen kleinen Ferguson. Ganz kleinen Ferguson. Ist für mich für den Start okay. Ein Futtermischwagen, auch ein kleinen. Ist ein bisschen dreckig und schmuddelig. Müssen wir ein bisschen sauber machen. Was mir natürlich gefallen würde, ist, wenn man hier die Bäume noch wegmachen könnte und den Hof hier erweitern. Das wäre mega cool. Oder noch ein paar mehr Felder. Das würde ich tierisch feiern. Hier haben wir noch einen Schwader drin. Auch den, den ich mag. Nicht den Einkreisschwader, mit dem ich nicht umgehen kann. Das ist bloß das reinste Desaster, wenn ich damit arbeiten soll. Ein Hühnerstall. So meine ich das. Hier ringsrum sind Bäume. Am besten wäre hier in der Mitte noch ein Baum. Dass die Hühner sich auch wirklich verstecken können. Im Notfall. Hier, die Wanne. Hätte ich reingeschmissen, hätte ich noch 2 Steine hingelegt. Wanne drauf. Perfekt. Ne? Das ist Bio. Okay, dann kommt es noch aufs Futter drauf an und wo man das her hat und wie man das produziert hat. Beziehungsweise produzieren lassen hat, aber ne? Hühner sind Allesfresser. Den schmeißen ein paar Kartoffeln ins Gehege. Ein paar Essensreste. So wie man das halt früher gemacht hat. Ja, denn haben wir reife Felder. Jo, 12, 5 und 14. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was mir eben gerade wieder durch den Kopf sprudelt, weil ich da ein bisschen geistig umnachtet bin. Ihr kriegt bald Futter, keine Angst. Ja, ich weiß, du kannst gerne mehr motzen da. Deswegen klappt das manchmal auch nicht schneller. Ein Güllefass, ein recht kleines. Mistplatz ist auch vorhanden. Ich glaube, wir haben zwar keinen Miststreuer, aber Mistplatz ist ja auch egal. Guckt euch das an. Also die Karte gehört für mich zu den bestgestaltetsten Karten, die es gibt. Bis jetzt. Zumindest für mich. Das ist echt. Da hinten guckt ein Haus raus. Nichts ist gleich. Für mich ist das echt fantastikerisch. Schönen Flusslauf.
Und was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Nein, ich hätte eine weitergehen müssen. Gülle. Ich denke mal, da kommt Gülle raus. Ihr seht schon wieder ein Tiersymbol. Pferdchen. Ich bin im LS22 noch nie geritten. Also noch gar nicht. Das staubt ja richtig. Haha. Wir haben sogar ein Pferd. Okay, die Innenansicht gibt es immer noch nicht. Bei Pferden. Die Hufe haben sie bisher hingekriegt, das Geräusch. Wenn die Pferde auf der Straße laufen. Ja, dann haben wir sogar. Ich weiß gar nicht, brauchen wir. Reicht ein Pferd, um das zu vermehren? Oder müssen wir zwei Pferde haben? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal rein, weil sonst würde ich einfach ein zweites kaufen. Wenn das eine auch ausreicht, dann behalten wir nur das eine. Hafer haben wir ja jede Menge. Schlecht ist nur, dass wir den. Ganz ehrlich? Gut. Schlecht ist nur, dass wir den Hafer nicht den Hühnern geben können. So, hier ist unser Feld 12. Dann bringen wir das Pferd mal eben wieder zurück. Und wieder rauf. Wie viele. Oh, bist du dreckig? Ich war's nicht. Ich habe das nicht gemacht. 85% geritten. Ja, ist okay. Ist okay. Gesundheit 0. Nahrung 0. Rennen doch nicht dauernd weg. Alter 0. Reproduktion 0, Fitness 0. Wie viele? 8 Stück. Also wir könnten noch welche kaufen. So ist nicht. Gut. Das ist das Projekt. In der nächsten Folge fangen wir dann an zu ernten. Ne? Ihr könnt euch ja gerne mal auslassen, was für euch Bio ist. Für mich ist Bio, was ich euch erklärt habe. Falls ihr irgendwo wisst, wer die Karte gemoddet hat, schreibt es gerne rein. Oder wenn ihr sogar einen Kontakt herstellen könnt, schreibt es auch gerne rein. Würde mich echt freuen, wenn die Karte noch ein bisschen weiter gestaltet wird. Weil ich finde die echt mega cool. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen mega schönen Samstag. Lasst euch nicht ärgern. Genießt es. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis dahin.